hab's nochmal in den Chat gepostet. Oh, eine traditionelle Form der Kommunikation. Wie das Briefe schreiben früher. Schreiben ist neumodisches Zeug. Ich halte es mehr mit dem Klassiker reden. Wir sind im Überlauf. Ja, es kommt davon, aus welcher Zeit du kommst, ne? Welcome to the overflow. Now it's international, people. Ich bin noch im Loading Screen. Jo. Heißt das eigentlich wirklich so? Ich glaube, das heißt tatsächlich Loading Screen. In der Tat. Excelsior. So, ich bin im Überlauf. Auch im Überlauf. Das ist ein freundliches Kaninchen. Wie kann ein Kaninchen denn unfreundlich sein? Es ist als Ziel markiert. Drückt T, um zu helfen. Aha, wer hat da jetzt alles aufgeschmissen? Es ist ein Ziel. Ich muss alle Ziele bekämpfen. Okay, wollen wir das mal losgehen noch mal. Und immer ein tun? Noch mal irgendetwas ins Ziel. Jetzt kommen einige Turbulenzen auf mich zu. Oh, Turbulenzen. Und turbulent geht es weiter. Talarian hat freundliches Kaninchen ins Ziel genommen, drückt hier um zu helfen. Tatsächlich habe ich gerade gar nicht gesehen. Das ist ja cool. Also ein Assist-System haben sie schon eingebaut. Ah, Talarian. Herzlichen Glückwunsch. Du bist jetzt unser Assist-Leader. Juhu. Da freue ich mich aber. Nicht wahr? Kriege ich jetzt eine Medaille oder so? Kann sich übrigens, ich zeig das mal kurz, jeden dieser Grabsteine anschauen. Und jeder dieser Grabsteine hat seine eigene Inschrift. So, Freunde, seid ihr bereit? Nö, wir waren noch in der Andacht versunken. Da machen wir eine Special-Folge und gucken uns jede Inschrift an. 16 Stunden lang. Ich finde das cool. In die Höhle des Löwen. Wie viele Banditenhöhlen gibt's hier eigentlich? Solange es noch so viele Asura gibt, wird es auch viele Banditen geben. Wie bitte, das was? Ich muss das irgendwie falsch verstanden haben. Ja, ich glaub's auch. Jetzt muss ich euch leider wehtun. Leider muss ja uns wehtun. Oh nein, ich habe gar kein Ziel, das ich assisten könnte. Was mache ich denn da? Fuck, das war jetzt das Falsche. Sorry, ich muss das nur üben. Was leuchtet? Oh, sehe ich nicht sneaky aus? Ich lade immer noch. Warum haben wir keine... Hast du irgendwas noch im Hintergrund am Laufen oder so? Nö. Musik oder sonst irgendwas? Nein, heute nicht. Ich habe ein Target. Ich habe ein Target. Target bekämpfen. Aua. Okay, ich habe kapiert, wie es geht. Auch. Irgendwie so geht das doch, oder? Ah ja, ich kann das auch. Wen interessiert, Steuerung und linke Maustaste. So, jetzt bin ich da. Hilfe! Wofür ist das? Ja, dadurch wird das Ziel markiert und indem du T drückst, visierst du es an. Sozusagen das Assist-Makro. Willkommen auf dem Grill, Frischfleisch. Switch, mein Name.
Ich heiße Schatten. Bin heute erst rausgekommen. Begnadigt worden, was? Ich auch. Ein Hoch aufs Ministerium. Wer hätte gedacht, dass die so viel Verständnis aufbringen? Wir bereiten uns diesmal auf was Großes vor. Macht euch nützlich und fragt rum, wem ihr helfen könnt. Ist ja schön, dass direkt der erste Typ, den wir treffen und der uns nicht kennt, die wichtigsten Geheimnisse verrät. Ja, Banditenrüstung und ich stinke wie ein Bandit, also bin ich ein Bandit. Ach so. Hey, Moment, hier war ich schon mal. Eine gefährliche Frau. Ja, bloß von der anderen Türseite, ne? Ja, wir sind die Neuen, also jetzt die Neuen, nicht mehr die alten Neuen, ne? Redet ihr mit schon. Mir? Lunden. Hä? Was für Lunden? Hör mal, ey, du Lunte. Du. Nein, tut's nicht! Was? Redet ihr mit Lunden. Mir? Hä? Macht schnell. Huch. Ja. Da muss ein Stalaktit von der Decke beginnt gefallen sein. Beginnt im hinteren Teil der Höhle. Was müssen wir überhaupt machen? Lunden suchen. Lunden. Ach da, hinten, ich hab's gefunden. Das sind Lunden? Das sind Flusswurm, Junge. Nein, die Kisten. Der Banditenschläger ist unverwundbar. Ich kann ihm nichts tun, obwohl ich assiste und assiste. Warum nehmen wir eigentlich Lunden mit? Das ist mir nicht ganz klar. Weil wir die ihm bringen müssen. Das nächste Mal den Text vorlesen. Ich werde gesucht. Ja, das ist doch keine schlechte Idee. Let's Questtext. Okay. Sagt der Bandit, euch habe ich noch nie gesehen. Wer seid ihr? Sag ich. Ich bin Schatten aus, Warte, das machen wir anders. Ich mach immer den Bandit und du machst den anderen. Also du machst dich selber quasi. Von mir aus. Kannst das auch? Okay, dann hau raus. Ja, Moment, das hatten wir doch schon. Jetzt geht's weiter. Nee, okay. Das muss jetzt aber nochmal kommen, also jetzt bitte. Okay, nochmal von vorne. Euch habe ich noch nie gesehen. Wer seid ihr? Ich bin Schatten aus der Portage-Freistadt. Ich bin gerade erst in die Stadt gezogen. Ihr lügt. Ich glaube, ihr seid ein Seraphenspion. Überzeugt mich vom Gegenteil, oder ihr seid tot. Ach, fuck. Verloren. Jetzt werde ich mich prügeln müssen. Ich hoffe, das tut mir leid, ich kann es jetzt nicht vorlesen. Das steht noch da oben. Ach so, nenn mich noch einmal ein Lügner und ich nagle dir eure Zunge an einen. Dass ich nicht lache, Grünschnabel. Immerhin weiß ich, dass ihr kein Seraph seid. Die wissen nämlich, wie man jemanden droht. Wenn ihr in meinem Team landet, haltet euch an mich. Vielleicht lernt ihr etwas. Teams? Es gibt Teams? Alles klar, ihr seid neu. Wir bereiten uns auf einen großen Brandanschlag auf zwei Ziele vor. Der Drübennase will, dass die beiden Feuer gleichzeitig gelegt werden. Also teilen wir uns in Teams auf. Was sind die Ziele? Ein Waisenhaus und ein Militärhospital. Das ist Teds bester Plan bisher. Ich hoffe, ich kriege das Waisenhaus. Das macht mehr Spaß. Spaß ist gut, aber Bares ist mir lieber. Worauf wollt ihr hinaus? Ted hat eine Abmachung mit dem Ministerium. Wir lassen die Seraphen dumm aussehen, so als könnten sie niemanden beschützen. Und wenn der Rat die Kontrolle übernimmt, lässt er uns tun, was wir wollen. Fies. Danke, man sieht sich. Mir bleibt die Spucke weg. Das war ja knallhart. Richtig. Nu? Der meint das Waisenhaus, das wir uns gerade angeguckt haben, mit dem Teddybär, ne? Ich glaube, oh je. Jetzt gibt's eine Prügelerei, ne? Das denke ich doch. Drückt irgendwas. Ich heile euch! Keine Angst! Wir werden überleben! Greift mein Ziel an! Haha!
Hey, du musst wieder lesen. Ne, Della muss jemand anders lesen. Ach so. So hat mich schon lange niemand mehr herausgefordert. Ihr habt etwas, Kindchen. Etwas, das wir brauchen können. Macht euch bereit. Ihr kommt beim Brandanschlag mit. Es geht bald über die Bühne. Der Brandanschlag? Was ist das? Ihr müsst nichts weiter wissen, als dass es ein Riesenspektakel wird. Willkommen auf der Feier. Danke, bis später. Danke, bis später. So, jetzt muss ich zu Hauptmann Thackeray. Also Instanz verlassen. Yes. Bitte, bitte, ich halte es hier moralisch schon fast nicht mehr aus. So viel Lüge, Intrige, gemeine Pläne, Waisenhäuser wollen die anzünden. Meine Güte. Bald verraten. Ich kann hier jetzt mal raushauen, ich fühle mich wie zu Hause, aber es wäre gelogen. Oh, was geht hier, ey? Das Fieber greift um sich. Theoretisch können wir jetzt porten per Wegmarke, ja? Touché! Welche brauchen wir denn? Wir können von mir aus wieder Wegmarke Salma machen, weil ich habe innen drin im oberen Viertel noch nichts. Okay, Wegmarke Salma. Oder Selma oder was auch immer. Ja, der Ladescreen. Wir kennen ihn inzwischen in- und auswendig. Ich kenne jedes Pixel beim Vornamen. In Götterfels 6 von 13 Wegmarken von 20 Sehenswürdigkeiten und 0 von 6 Aussichtspunkten. Ja, ja, das hat bei mir auch ewig gedauert, das alles zu erkunden. Ich weiß nicht, ob wir da vielleicht auch mal eine Aktion machen, uns die ganzen Aussichtspunkte in der Stadt zu holen. Mal sehen, was sich so ergibt. Ja, das könnte im Notfall auch mal alleine machen. Sind denn inzwischen alle in der Lage, sich zu bewegen? Nö. Nee, ich lade noch. Machen wir gleich eine kurze Pause? Ja, wir können von mir aus eine kurze Pause machen. Cool. Musst du sagen, an welcher Stelle? Huch. Ja, lass uns das dann noch eben machen und dann können wir eine Pause machen. Gut, dann machen wir jetzt die Pause und sehen uns gleich wieder.